Stoizismus ist das Thema fürs heutige Video. Vielleicht habt ihr diesen Begriff schon mal gehört. Bevor ich mich jetzt mehr damit beschäftigt habe, habe ich den auch hier und da mal gehört, wusste aber nie so wirklich, was damit eigentlich gemeint ist, beziehungsweise habe es wieder vergessen und verworfen und so. Aber ich habe mich jetzt ein bisschen mal damit beschäftigt und tatsächlich finde ich es sehr, sehr spannend und sehr interessant und vielleicht auch sehr hilfreich für mich. Das will ich noch mehr rausfinden. Vielleicht aber auch hilfreich für den einen oder die andere von euch. Ja, Stoizismus sagt ja im Grunde genommen, also es basiert darauf, ein glückliches Leben zu führen, indem man sich aufs Wesentliche konzentriert. Und das Wesentliche ist man selbst. Das heißt, die eigenen Emotionen und die eigenen Reaktionen auf das, was in der Außenwelt passiert. Es zielt quasi darauf ab, dass man sich selber kontrolliert und alles, was man nicht kontrollieren kann, also was außerhalb von einem selber liegt, dass man das einfach in Ruhe lässt, dass man sich da nicht mit beschäftigt, dass man da keine Energie reinsteckt, sich nicht aufregt oder irgendwas oder irgendwie, ja, dass man halt Sachen, die man nicht kontrollieren kann, einfach akzeptiert. So, wundert euch übrigens nicht, wenn ich hier ab und zu mal einen Cut mache, weil manchmal kommt eine starke Windböe und dann muss ich das wahrscheinlich rausschneiden. Aber auf jeden Fall ist das, finde ich, ein sehr, sehr interessanter Ansatz, weil, also es ist natürlich was dran, ja, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn irgendwas Negatives in meinem Leben passiert, dann ist man ja schnell davon beeinflusst, die meisten Menschen auf jeden Fall. Nehmen wir mal das Beispiel, die eigene Mutter stirbt, das ist natürlich ein Extrembeispiel. Der Stoizismus würde sagen, okay, das ist etwas Äußerliches, also das kannst du nicht kontrollieren, das kannst du nicht beeinflussen, dementsprechend sollte es dich nicht triggern oder sollte dich nicht unglücklich machen oder so. Und da gibt es natürlich dann auch schon den Kritikpunkt am Stoizismus, dass es in solchen Fällen wahrscheinlich sogar schlecht wäre, dem Stoizismus streng zu folgen, bin ich der Meinung, weil man auch negative Gefühle akzeptieren und zulassen muss. Ja? Wenn man diese negativen Gefühle immer unterdrückt oder immer sagt, okay, ich habe es nicht unter Kontrolle, nicht mein Ding, ich bleibe entspannt, weil ich kann es eh nicht kontrollieren, ich kann es eh nicht ändern. Wenn man diese negativen Gefühle immer unterdrückt und zurückhält, dann werden die irgendwann sich anstauen und immer größer und irgendwann werden sie raus explodieren und dann wird es wahrscheinlich komplett eskalieren. So. Dementsprechend der Stoizismus oder Stoizismus, wie auch immer man es aussprechen möchte, ist, glaube ich, nur bis zu einem gewissen Maße gut oder hilfreich und auch gesund wahrscheinlich. So. Das heißt, nehmen wir mal das Beispiel, ich habe mich auf einen Job beworben und ich habe den Job nicht gekriegt. So, das ist jetzt eine Sache, die nicht mehr in meiner Macht liegt, okay? Beziehungsweise sagen wir, man hat die Bewerbung abgeschickt und man wartet die ganze Zeit aufs Ergebnis. Ich kann mich jetzt natürlich stressen die ganze Zeit von wegen, oh mein Gott, wann kommt das Ergebnis und bla bla bla. Aber das liegt nicht in meiner Macht, es liegt nicht in meiner Kontrolle, es ist in der Außenwelt, nicht in mir selber drinne. Ich habe damit nichts zu tun, ich kann nichts dran ändern, dementsprechend akzeptiere ich es einfach. Oder zum Beispiel auch Fehlverhalten von Freunden oder von Familienmitgliedern oder von Arbeitskollegen oder was weiß ich. Natürlich ist es nervig, natürlich regt einen das vielleicht auch auf. Aber genau da sagt der Stoizismus halt, okay, es liegt bei denen, du kannst es nicht kontrollieren, dementsprechend sollte es dich nicht tangieren. Dementsprechend solltest du es einfach akzeptieren. So, und ein bisschen, finde ich, klingt der Stoizismus auch so nach Gefühlslosigkeit irgendwie. Aber ich glaube, dass es nicht so gemeint ist. Ich glaube, es ist eher so gemeint, diese Sachen sollte man akzeptieren und sich auf die positiven Sachen fokussieren. Also auf Zufriedenheit, Frieden allgemein, Freude und so weiter und so fort. So, und das wiederum finde ich sehr gesund. Das wiederum finde ich, ist ein guter Ansatz. Weil es ist ja wirklich so, man kann nichts kontrollieren, was außerhalb von einem selber liegt. Wie sich jemand verhält, ob man das Girl seiner Träume kriegt, ob man den Typen seiner Träume kriegt oder so. Das hängt dann davon ab, ob es halt passiert oder nicht. Manchmal hängt es nicht mal nur von dieser Person ab. Es gibt ja auch tausend verschiedene andere Umstände, aber auf jeden Fall hängt es nicht von dir selber ab. Du hast die Kontrolle nicht. Dementsprechend kannst du chillen. Es gibt nichts zum Stressen dann. Weil du kannst es eh nicht ändern. Deswegen einfach entspannen und ruhig bleiben. Und das ist voll schwer, weil, also gerade für Leute, die viel overthinken und viel grübeln und so,
ist natürlich super schwer, wenn man denkt die ganze Zeit, ja, was habe ich falsch gemacht oder hätte ich irgendwas besser machen können, bla bla bla. Aber das ist alles total sinnlos und irrelevant und nutzlos, weil was man hätte machen können, ist eh vorbei, ist Vergangenheit. Und was man vielleicht noch tun könnte, wird man dann sehen, was man noch tun kann. Aber sich da reinstressen und rumgrübeln und keine Ahnung, macht halt nicht wirklich Sinn. So, das war jetzt eher ein Beispiel bezogen auf einen selbst, was man halt machen kann. Der Stoizismus, wie gesagt, beschreibt ja eher, dass man sich halt nicht darauf fokussieren soll, was andere machen, beziehungsweise dass man diese Dinge einfach akzeptieren muss oder sollte, um ein glückliches Leben zu führen. Das sagt der Stoizismus. Und ja, ich finde, man kann da auf jeden Fall ein bisschen was mitnehmen für sein alltägliches Leben. So, wenn man Auto fährt, muss es mich jetzt todeskrass aufregen, wenn sich ein anderer Autofahrer irgendwie ein bisschen daneben benimmt, solange keiner zu Schaden kommt oder so. Ich kann es doch nicht steuern, ob der sich jetzt gut verhalten hat oder nicht. Ich kenne Menschen, die regen sich geisteskrank darüber auf, wenn der Autofahrer vor ihnen nicht blinkt und dann abbiegt. Bro, chill. Also das, weißt du, natürlich wäre cooler, wenn er blinkt, aber it is what it is. So, das sind jetzt so ganz simple Beispiele, ne? Wie gesagt, bei so deeperen, tieferen Sachen wie Todesfälle oder sowas, also wie gesagt, da glaube ich nicht, dass der Stoizismus so ganz gut passend ist, aber dennoch kann man daraus gewisse Teile mitnehmen, zum Beispiel, dass man den Tod akzeptiert, ja, dass das einfach, das ist halt der Lauf der Dinge. So funktioniert das Leben. Man wird geboren und man stirbt irgendwann. Und man selber kann daran ja auch nichts ändern. Auch bei meinem eigenen Tod kann ich nichts dran ändern, aber dann bin ich ja eh tot. So, aber bei einem Todesfall in der Familie oder Freundeskreis, natürlich tut es unfassbar weh. Und ich finde auch, wie gesagt, man sollte diese Traurigkeit, die Trauer, den Schmerz und so weiter auf jeden Fall zulassen und sich Zeit nehmen zum Trauern, weil es ist wichtig, Bro, dass das alles rauskommt und so. Aber man darf natürlich dann nicht irgendwie, ja, so denken, sein eigenes Leben ist jetzt auch gefühlt vorbei und so. Es geht immer weiter, Zeit läuft weiter. Und das dann zu akzeptieren und damit irgendwie Frieden zu finden, das ist dann halt die Challenge, ne? Das funktioniert für jeden anders und für jeden weniger oder mehr gut. Weniger gut oder besser, wäre das richtige Deutsch. Aber ja. Stoizismus ist eine interessante Sache. Ich werde da definitiv noch weiter reingehen, weiter lesen, weiter mit Leuten sprechen, Videos dazu gucken und mal sehen, wie viel ich davon noch mitnehmen kann. Ich weiß nicht, ob ich jemals komplett überzeugter Stoiker oder Stoiker werde, aber ich glaube, da sind echt gute Ansätze drin. Dementsprechend wollte ich dieses Video machen, weil es vielleicht dem einen oder der anderen hilft. Vielleicht könnt ihr euch da auch ein bisschen weiterbilden in diesem Thema und ein bisschen reinlesen und ein bisschen gucken. Vielleicht hilft es euch, mit gewissen Situationen umzugehen. Trennungen auch zum Beispiel, das ist ja auch so ein ganz großes Thema, aber dazu werde ich eh noch ganz viele eigene Videos machen. Aber da kann der Stoizismus vielleicht auch helfen, das zu akzeptieren, dass diese Person sich gegen mich entscheidet. Das ist deren Entscheidung, das hat nichts mit mir zu tun. Wenn die sich gegen mich entscheidet, weil sie meinen Wert nicht sehen kann, dann ist es ihre Entscheidung. Dann ist es okay. Und natürlich tut es sicherlich weh und schmerzt und ist erstmal scheiße, aber es ist am Ende des Tages okay. Die Welt geht davon nicht unter. Aber wie gesagt, dazu mache ich nochmal andere Videos, weil das Thema ist viel zu riesig auch. Ja, lasst mal euer Feedback in den Kommentaren. Sagt mal, ob ihr den Stoizismus gut findet, ob ihr daran glaubt, ob ihr den probiert anzuwenden oder ob ihr das für Schwachsinn haltet. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ansonsten lasst ein Like da und wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Haut rein.